than heroes. Change of plans! We've been spotted! Train! Keep firing!
Holy shit. Did that just happen? Can't believe we made it. That's one for the books. I hope Styles had his camera. Pearson might even get off our asses for 5 damn minutes. Look out! Follow me. I'll take you to your platoon. I'm sorry. Who the hell are you? A friend. No hurry. First aid kit here! I need that aid kit! Here you go! On the train cars! I got him! Enemy infantry! They're making a break! Now! Let's go, Daniels!
I believe these men belong to you. I see you've met Rousseau. She's with the Maquis, French resistance. She killed a crowd that was gunning for us. You could at least try to capture and interrogate them first. There would be more trouble than they're worth. I thought we lost you. Looks like you did some damage. The train was supposed to be stopped, not destroyed. Yeah, I'm sorry that things didn't go exactly as planned, but on the bright side, we've just alerted every goddamn German outpost in the whole area, so we gotta get moving. Come on. Not until we finish the mission. Isn't that right, Major? We'll need your help in securing. Don't know how, but Zuss and I survived wrecking that train long enough to find ourselves rendezvousing with a tough French gal. Goes by Rousseau. She's a member of the Resistance, and if you can believe it, she made us paw through the wreckage for some papers. She needed them for a mission in Paris. And she had a job for us, too. By blowing up that train, we bought Paris more time. Now the Resistance is going to use the papers we secured to infiltrate a Nazi stronghold in the city. Sign me up. August 1944. This is it. We're going to liberate Paris. The French 2nd Armored Division and the U.S. 4th Infantry arrive at dawn. That means we move tonight. It's been a week since we took out that train. Our platoon's in the middle of Paris working with the Resistance. Rousseau and Crowley have a plan to sabotage the occupation. And that means striking at its heart. Using the documents we obtained from the train, Rousseau and I will pose as Nazi officers to infiltrate the garrison. This way, gentlemen. The garrison is run by SS and Polizeiführer Heinrich. And he couldn't find me. He came for my parents. And my husband. And finally, my son. Tonight, everything we've lost, everything we fought for, will mean something. Tonight, we take back our city. The garrison. Our contact there will supply us with explosives. And when we blow the gates, that'll be your signal to approach. We're counting on you. All right, boys. Let's get ready. These crowds ain't gonna give up easy. I figure we can survive Pearson, we can survive anything. I fought alongside him with Kasserine. We should all be so brave. It won't be long now, mes amis. But first, we enter the wolves' den. See you there. One more checkpoint. Nazi fucks. We're going. Soon this nightmare will be over. If you're stopped, your cover story must be ironclad. Let's go over it again. You are Gerda Schneider, a military attaché. You were sent by Herr Spiegel and Foreign Intelligence to arrange for Heinrich's safe evacuation to Berlin. Take some time to review the dossier. This is our one chance. Recruiting our inside man came at a terrible price. You're to find him and exchange your briefcase with his. Hopefully, he's obtained the explosives we'll need to blow the gates. You worry too much, Major. That's my job. I'll meet you in front of the garrison when the operation is complete. Who sent you? Herr Spiegel. Good. Whatever happens, once you make the trade, you must maintain possession of the briefcase at all times. I've come this far.
I'll be damn sure I'm going to finish it. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Ich habe Reisedokumente für Polizeiführer Heinrich. Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Sie können weiter, Fräulein Schneider. Remember, your contact's name is Fisher. He's wearing a grey officer's uniform. Tell me the passphrase. Berlin. Good luck. Guten Abend. Ich komme gerade aus Berlin. Können Sie mir ein gutes Hotel empfehlen? Die Straße. Man hat sie heute Morgen in einer Gasse gefunden. Das, was von ihnen noch übrig war. Die französischen Bastarde werden dreist. Zu dreist. Das gefällt mir gar nicht. Da knallt es bald ganz gewaltig. Sowas würde ich nicht laut sagen. Sonst landet man ganz schnell im Gefängnis. Oder schlimmer. Sie muss ja neu sein. Nein, ich habe Oberführer. Von meinem Mann bekommen. Das ist seit einer ganzen Weile der Insel. Darüber sprechen? Tut mir leid, Fräulein. Der Zutritt zu diesem Treppenhaus ist verboten. Sie können die Hintertreppe nehmen. Der französische Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Verzeihung. Ja, Fräulein, kann ich Ihnen helfen? Gut, die Überwachung bekannter Verschwörer sollte auch verstärkt werden. Wir müssen so viele Widerstandsanführer erwischen wie möglich. Ich soll mich bei Oberst Fischer melden. Sind Sie das? Nein, Herr Fischer spielt wahrscheinlich mit den Soldaten im Keller Karten. Einen schönen Abend noch. Gleichfalls. Hast du sie schon mal gesehen? Ich kann nicht sagen, was man will, aber ich vermisse die Heimat. Entschuldigen Sie bitte. Ah, brauchen Sie irgendwas? Ich versuche, den Eingang zum Keller zu finden. Ich muss Oberst Fischer sprechen. Normalerweise könnten Sie jedes der Treppenhäuser nehmen. Aber der Keller ist zurzeit für Hilfskräfte gesperrt. Vielen Dank. Gern geschehen. Kennst du sie? Ja, lacht ihr nur. Aber ich sehe euch auch nicht mit den Pariser Damen verbringen. Das liegt nur daran,
dass wir nicht genug Geld über Nacht haben, um sie zu interessieren. Jedenfalls nicht die. Guten Abend. Sie sollten nicht hier unten sein. Die Jungs sind ungehobelt. Man sagte mir, Oberst Fischer würde hier unten im Keller Karten spielen. Haben Sie ihn gesehen? Der Oberst ist gerade gegangen, um ein Treffen vorzubereiten. Er dürfte im ersten Stock sein. Danke für Ihre Hilfe. War mir ein Vergnügen. Wieso gewinnst du immer, Johann? Je suis de votre côté. Qui êtes-vous? Courage. Vous n'êtes pas seul. Battez-vous avec moi pour libérer la ville. Vous avez ma parole. Je le jure. Vos camarades sont en chemin. Vive la résistance! Wer ist diese Frau? Das Treppenhaus ist nur für autorisiertes Personal. Bleiben Sie stehen und zeigen Sie Ihre Papiere. Sollte eigentlich alles in Ordnung sein. Sie müssen hier neu sein. Dieses Treppenhaus ist nur für Offiziere. Zu wem wollen Sie? Polizeiführer Heinrich. Der Wachmann in der Empfangshalle meinte, ich soll diese Treppen nehmen. Herr Heinrich muss befohlen haben, die Haupttreppe zu schließen. Gehen Sie. Balkon ist zurzeit gesperrt. Sie sind nicht autorisiert, hier zu sein. Stopp! Ich sagte doch, der Balkon ist gesperrt. Geben Sie mir Ihre Papiere. Ich habe sie hier, bei mir. Was haben Sie in der Aktentasche? Ich habe Reisedokumente dabei. Alles in Ordnung. Gehen Sie weiter. Sie zu sehen.
Personal darf hier nicht weiter. Stopp! Ich sagte doch, kein Zutritt. Geben Sie mir Ihre Papiere. Bitte sehr. Herr Heinrichs Büro ist im zweiten Stock. Was wollen Sie von ihm? Ich habe Reisedokumente für ihn. Ja, also gut. Gehen Sie. Für wen arbeitet Sie? Waren Sie schon mal da? Schön, Sie zu sehen. Sie kommen also aus Düsseldorf? Eine meiner Cousinen. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Man sagte mir, ich könnte hier Oberst Fischer finden. Sie haben ihn gefunden. Ich bin Oberst Fischer. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie die Werke Valenz gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte hier entlang, Fräulein. Are you ready to make the exchange? No, you're early. And I'm late for a meeting. I'll have the explosives in a case matching yours. We'll have to make the swap in the war room. Lead the way. No, they're watching me. Use your cover to get into Heinrich's office on the third floor. From there, you can cut across to the north wing and avoid the checkpoints. We shouldn't be seen together. Go now, and I'll meet you in the war room. Guten Abend. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten. Er kommt gleich zurück. Ich habe Sie noch nie gesehen. Darf ich fragen, was Sie an...